Schwabach ist eine kreisfreie Stadt und gehört zur Metropolregion Nürnberg. Über 41.000 Menschen leben hier. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort um 1117 als Villa Suerbach. Und so konnte Schwabach im Jahr 2017 sein 900-jähriges Jubiläum mit zahlreichen Festen, Kulturveranstaltungen und Sonderausstellungen feiern. Durch Schwabach fließt der gleichnamige Fluss. Am 5. November 1797 hat Johann Wolfgang von Goethe im ältesten Gasthof der Stadt zum Weißen Lamm übernachtet. 1953 wurde das aktuelle Stadtwappen eingeführt. Man beschloss, die Elemente des marktgemeindlichen Siegels von 1329 aufzunehmen. So zeigt das rote Schild einen zinnengekrönten Turm auf einem Rundbogen, begleitet von zwei Schilden mit dem Reichsadler und dem Nassauer Löwen. In der ehemaligen Kaserne ist heute das Schwabacher Stadtmuseum untergebracht. Es besitzt eine Sammlung über das heimische Handwerk und Gewerbe sowie die ansässigen Zünfte. Besonders bekannt ist die Eiersammlung, die im Museum eine eigene Abteilung bildet. Vom klassischen Osterei über Straußeneier bis hin zum seltenen Fabergé-Ei ist die Sammlung eine der größten weltweit. Weltweit bekannt ist Schwabach auch für sein Blattgold und wird daher auch Goldschlägerstadt genannt.